Wir hauen den jetzt mal hier. Ich will keinen Mana verschwenden, so. Aber könnte man Arrow Shot machen. Auf dieses nette Viech. Machen wir auf den zweiten gleich. So. Rowan darf helfen. Okay. Hätte ich vielleicht lieber mal... Ah, schaffe ich das noch? Ich sollte es schaffen. Oh, natürlich. Holt er erstmal so weit aus, dass das nix wird. Na gut, dann halt eben. Nicht so... Was kriegt man nochmal? Ah, nee, Fiora nur, okay. Dann kann ich sogar... Ach nee, doch nicht, das war nicht so toll. Sondern es ist bewegungsunfähig gemacht. Blüpp. Was macht dieses Gehirnvogelviech mit uns? Ist das nicht schön? Okay. Aber angreifen können wir noch. Hm. Vielleicht nur nicht bewegen im Laufen-Sinne. Und zack. Tschüss, Monster. Oh yeah. So. Wir kriegen wieder ganz viel Zeug. Und oh Gott, viele, viele Weh. Nee, hier gibt's nicht weiter. Okay. Dann eben hier lang. Und weiter auf den Stahlträger-Paradies. Naja, obwohl es nicht wirklich ein Paradies hier ist. Flamestone. Okay. Jetzt halt geht's runter. Ich schau mal kurz. Aber hier ist nichts. Okay. Dann einfach mal so vorbeischleichen, erstmal das Miracle-Elixier mitnehmen und dann von hinten in die Monster hineinlaufen, damit wir die Initiative ergreifen können. So, mir dauert das jetzt hier fast schon wieder zu lang, deswegen einfach mal burn. Tschüss, alle miteinander. Pam, tot. Schön gemacht, Millennia. Wir haben den Bone Harp erhalten, okay. Na gut, wo geht's weiter? Habe ich mich etwa verguckt? Ne, da ist es. Okay. Immer schön den Pfeilen folgen. Sind ja zum Glück gut beschriftet. Ich frage mich, was passieren würde, wenn man hier runterfällt. Hä? Will man, glaube ich, gar nicht wissen. Boah, 6 von den Skeletten. Das ist ja gar nicht schön. Oh, Draymore. Einfach nur, um zu schauen, ob es Schaden macht. Ja. Lustigerweise hat es zwei nicht getötet, aber die anderen schon. Hm, die haben ein Leben. Interessant. Okay, akzeptiere ich. Ja, die waren wirklich keine Herausforderung. Und, ja, von da kommen wir. Ging es da rechts irgendwo lang? Nee, gut. Aber da fällt man wahrscheinlich tief. Und hier ist ein Aufzug. To Underground Plant 3. Langsam müssten wir noch mal unten sein. Oder möchte ich das überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Schauen wir mal, er bewegt sich von allein. Na, jetzt nicht mehr. Da hinten können wir nicht mehr lang. Da hinten müssen... Mhm. So können wir hier hinten lang. Wir nehmen uns aus. Oh, ja doch, wir haben eine Initiative. Ich war gerade nicht sicher, ob die vielleicht mich zuerst getroffen haben. Mir reicht jetzt gerade mit dem... Awaken Sleep. Release. Moving Problems. Ich frage mich zwar, wie eine Scroll das Problem lösen kann, aber hey. Haben wir das auch mal drin gesehen. So, jetzt einfach mal hier burn und tschüss. Wir müssten ja bald am Ziel sein, eigentlich. Aber wir können natürlich die... Aber warum gut gebrauchen? 32 ist Marek schon. Das ist sehr, sehr gut. So, von hier kommen wir. Da ist ein Gegenstand. Holy Bones Health. Sehr schön. Die Salbe nehmen wir mit.
Hier liegt Geld, das nehmen wir natürlich auch sehr gerne mit. Geld kann man immer gebrauchen und noch mehr Monster. Die Erfahrung freut mich, die Kämpfe eher weniger. Aber hey, machen wir einfach nochmal Draymond. Ich will mal schauen, ob das den Köpfen hier wehtut. Den Gehirnen, den Fliegenden. Ha, man kann das richtig fühlen. Ui, okay. Wir haben schon wieder zwei mit einem Leben überlebt. Gut, schauen wir mal, ob der die tot kriegt. Da braucht trotzdem zwei Schläge zu. Den greift dann an. Na gut, können wir jetzt eh nicht ändern. Kriegt halt nochmal zwei minus Stärke oder Angriff. Angriff ist es, glaube ich, ja. Und Merrick rennt da los mit wilder Wut. Und Millennia schießt das Gehirn weg. Sie bläst sozusagen das Gehirn weg. Ha, ha, okay, der war wirklich schlecht. Und auch schlecht gesetzt. Na gut. Wir machen weiter. Ignorieren einfach das, was gerade fiel. Und was ist das? Das sieht aus wie so ein Gehirnstrang oder so. Aber ist auch aus Metall. Sehe ich hier gerade erst. Oh nein, nein, nein. Ha. Diesmal waren wir überrascht worden. Das war nicht klug gesetzt. So, wir kriegen erstmal ganz schön... Och nö. Könnt ihr das bitte lassen? Ah, ich hab den falschen ausgewählt. Bloodsucking. Das sah schmerzhaft aus, die große Nadel. Ha, Merrick hat's geblockt, weil er zu wenig Schaden war. Ja, komm, mach ruhig, Merrick blockt das ja eh scheinbar. Er hat nicht den Dark Ring. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich habe ihm einen Dark Ring gegeben. Nein. Er hat... Weiß ich nicht, warum er das hat. Wahrscheinlich, weil er so viel Rüstung hat. Das hatte ich ja schon mal vermutet. Wenn ich jetzt nochmal Burn Flames mache... Oh nö, jetzt ist der da ein Stück gelaufen und hat den anderen nicht mehr erwischt. Na ja, egal. Tod ist tot, das ist erstmal das Wichtigste. So, machen wir mal den weg. Zisch und tot. Sehr gut. So, und den können wir jetzt eigentlich so umhauen. Und Merrick ist ultra schnell, ich bin begeistert davon. Was man so ein bisschen mit den Pushen vom den Items her machen kann. Oder mit den Special-Dingern. Apropos, wie viele Punkte haben wir denn? Oh ja. Können wir eigentlich mal wieder. Nee, ich wollte eigentlich das hier. War das hier? Fire Lightning. Was haben wir jetzt noch? 600. Explosion. Eigentlich gerade nicht. Water, Water Forest, Blizzard, Forest. Life Up, Mentality, so. So, gibt es, ne. Ja, ja, Wenn Sie mich verarschen, Steuerung? Ich glaube schon. So, hier haben wir alles. Hier haben wir alles auf Max. Sehr schön. Gefällt mir. Das heißt, wir können mal hier kurz schauen. Den Second Slash hochmachen. Und, ich würde gerne bei Merrick den Piece Fan Cut hochmachen. So. Okay. Kurz mal geskillt. Muss auch sein. Nicht. So. Und. Oh, Millennia ist ganz schön. Farbig. Nee. Das heißt, sie wird bald vielleicht wieder ausbrechen. Das wäre jetzt nicht hilfreich. Ja. Machen wir erstmal den da kaputt. Oh. Ich brauche echt meinen Mana. Das heißt, ich mache mal einen Arrowshot auf den da. Ah, der ist schneller als ich. Warum sind die alle schneller als ich? Das ist ja nicht schön.
Okay, mit fliegenden vergleicht man oft, dass sie auch schnell sind. Aber hey, wir schauen es ja trotzdem. Bam. Überlebt es trotzdem ganz knapp. Und diesmal darf Rowan und Millenia. Ah, verdammt. Das ist nervig. Ein bisschen. Oh, es hat aber nicht getroffen, scheinbar. So. Block mal kurz den Angriff. Mach jetzt den kaputt. Und den kriegen wir. Ach, den kriegen wir auch noch kaputt. Nice. Oh ja, noch ein Elektrosturm. Die sollte man vielleicht mal verwenden. Bin mir aber immer irgendwie zu geizig, so ein bisschen mit Items. Da ist ein Speicherpunkt. Das heißt, wir sind jetzt, würde ich behaupten, ganz knapp vor dem Ende dieses Dungeons. Weil groß waren die bis jetzt eigentlich nie. Die Gehörner sind beide zuerst. Na gut. Boah, das ging schnell. Okay, ist jetzt auch auf Max, das heißt, es ist eigentlich sofort dran, sozusagen. Ja, dann. Golden Hammer nur den zweiten. Der fast schneller war. Weil die nerven damit, dass sie das zurücksetzen. So. Den Beast fangen wir mal. Bam, tschüss. Ekliges Schneckenskelettmonster. Was macht der? Poison. Naja, das ist nicht so schön. Aber, naja. Können wir leider nicht aufhalten. So gerne ich das würde. Dieses Geräusch ist nicht schön. Quietsch, quietsch. Natürlich. Vielleicht darf. Ach nee, der ist jetzt der Tod. Okay. Wir probieren es trotzdem. Cure. Nee. Oh ja. Wenn da vorne gleich der Speicherpunkt ist, dann werde ich. Oh. Ist er noch nicht? Na gut. Dann eben. Mit den Heilungs. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte Cure haben. So. Jetzt Attacke! Den Skeletten von hinten rein. Gut. Ja. Natürlich ist mir hier jetzt letzte. Aber gut, auch ich kann zaubern. Kann ich auch Marek irgendwas hier boom? Falls sie was überleben. Nur einer. Aber gut, dann sehen wir wohl nochmal. Sah cool aus. Ich weiß gar nicht, ob ich es gezeigt habe. Yay, wieder zwei Dark Rings, also wenn wir die brauchen. Und hier hinten war ein Speicherpunkt. Ja, komm. Danke. So, ich würde aber gerne mal. Da müssen wir scheinbar durch. Gerne mal nochmal hier hinter schauen. Warp Shoes. Nice, sind das die. Oh, also der Name klingt schon mal gut. Warp Movement. Yay. Kann ich die jedem. Kann ich die jedem anziehen? Also kann ich die jetzt auch. Ja, könnte ich. Er würde sogar Defense dazu bekommen. Jetzt ist die große Frage. Er ist schneller? Ich hätte gesagt, wir geben die mal ihm. Was machen die Wing Boots? Earth Resistance. Die so. Okay. So ist es doch sehr viel besser. Jo. So.
Habe ich jetzt nochmal vorsichtshalber. So, und wir dozieren in den Control Room. Das klingt nach Ende des Dungeons.